Andacht vom 23.09.2021, Rainer Tirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Heute beantworten wir eure Fragen. Ich sage es euch ehrlich, ich bevorzuge es, eure Fragen vor diesem Live nicht anzuschauen. Ich öffne sie spontan und beantworte sie spontan. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gern studiere oder nachdenke, aber wenn mich im realen Leben jemand anspricht, muss ich auch spontan antworten. Und es gibt noch einen Grund. Ich fordere Matthäus gerne heraus, aber ich glaube, es gibt gar keine Frage, die Matthäus wirklich herausfordert. Seine Weisheit beeindruckt mich immer neu. Das ist nicht nur Weisheit, die er von oben erhalten hat, er studiert auch wirklich fleißig. Eins lehre ich meinen Sohn Clayton sehr klar. Clayton, Faulheit tötet. Faulheit tötet jährlich mehr Menschen als der Coronavirus. In der Bibel steht mehr über Faulheit als über sexuelle Sünden. Das bedeutet nicht, dass sexuelle Sünden nicht schlimm sind. Aber Faulheit ist ebenso schlimm. Undisziplinierte Menschen laufen Gefahr, zu Heuchlern zu werden. Das ist gefährlich. Und Gott hat uns einen Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung gegeben. Also hat kein Christ eine Ausrede, faul zu sein. Heiliger Geist, danke, dass du unser Lehrer bist und dass du durch dieses Live die Menschen lehrst. Lass sie durch meine und Matthäus Stimme deine Stimme hören. Wir vertrauen dir, denn wir geben uns dir völlig hin. Erste Frage. Die Frage ist, ob ich einen bestimmten Pastor aus Brasilien kenne. Antwort von Reinhard. Nein, ich folge keiner Person im Internet. Ich lese kaum Bücher von anderen Leuten. Ich kenne viele Menschen wirklich nicht. Zweite Frage. Warum hat Gott die Einheit der Menschen beim Turmbau von Babel zerstört? Antwort von Matthäus. Zuerst müssen wir verstehen, wie das Alte Testament geschrieben wurde. Es entstand in einer hebräischen und jüdischen Kultur. Die jüdische Kultur schreibt, indem sie Geschichten schreibt. Ein Beispiel. Henoch wurde in den Himmel genommen. Im Alten Testament wird das wie eine Geschichte geschrieben. Da war ein Mann, der mit Gott ging, und eines Tages kam er nicht mehr heim. Das Alte Testament benutzt eine symbolische Sprache. Wenn Gott da ist, wird er wie eine Person dargestellt. Das bedeutet nicht, dass Gott wirklich vom Himmel heruntergekommen ist und wie ein Mensch wurde. Wir wissen, dass Gott ein metaphysisches Wesen ist. Jetzt können wir diese Passage über den Turmbau zu Babel lesen. Die Absicht des Autors ist, dass die Menschen verstehen, dass sich hier Menschen in ihrer eigenen Kraft zusammentaten, um etwas zu bauen, durch das sie in den Himmel kommen wollten. Doch das war nicht Gottes Wille. Gott ist der Eigentümer von allem. Er erlaubt es nicht, dass Menschen einfach auf seine Ebene hinaufsteigen. Gott kam also nicht herunter, er griff vielmehr ein in das Handeln der Menschen. Warum tat er das? Weil die Menschen in ihrer eigenen Kraft etwas versuchten, was nur Gott tun kann. Die Menschen wollten sich auf den Thron Gottes setzen. Aber nur Gott kann die Autorität ergreifen, die ihm allein gehört. Nur durch das vollbrachte Werk des Kreuzes können Menschen in Christus solch eine Autorität ergreifen. Ein Mensch kann nicht von sich aus auf dem Thron Gottes sitzen. Aber das ist, was Jesus für uns tat. So sprach Gott: Ich werde die Sprachen verwirren. Und einst werde ich das tun, was ihr tun wollt, durch das Kreuz und durch Christus. Nächste Frage.
Was machte Christus, als er tot war? Antwort von Reinhard. Jetzt muss ich erst eins klarstellen. Christus war nie tot, wie wir denken, dass tot ist. Ich erkläre das. Wenn wir denken, dass jemand tot ist, denken wir, er hört auf zu existieren. Im biblischen Sinn bedeutet tot sein nicht, dass man aufhört zu existieren, sondern man ist getrennt. Wenn ich sterbe, wird mein Geist von meinem Körper getrennt. Die Menschen, die sterben und in die Hölle gehen, existieren für immer, aber sie sind von Gott getrennt. Epheser 2 sagt: Wir waren tot in unseren Sünden und Übertretungen. Das bedeutet, wir waren von Gott getrennt durch unsere Sünden. Gott warnte die Menschen im Garten Eden, sie würden sterben, wenn sie von der Frucht des Baumes der Erkenntnis essen würden. Das bedeutet aber nicht, dass sie aufhören würden zu existieren. Ja, wir lesen, dass Menschen sterben. Doch Tod im biblischen Sinn heißt Trennung. Jesus war also getrennt von Gott. Darum fragte er kurz vor seinem Tod: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was machte er dann in diesen 3 Tagen? Die Bibel erklärt das nicht ausführlich, aber es gibt Hinweise. Ich glaube, dass er zu dem Ort ging, der Hades heißt. Das ist der Ort, wo jeder Mensch, der vor Jesus lebte und gestorben war, wartete. Denn Petrus sagt, Jesus ging hinab und predigte ihnen die frohe Botschaft. In Lukas 16 finden wir die einzige Geschichte, wo Jesus davon spricht. Viele halten das für ein Gleichnis, ich nicht. Denn hier wird nicht von einer Parabel gesprochen, und das wäre das einzige Mal, wo ein Gleichnis nicht angekündigt worden wäre. Es ist eine wahre Geschichte. Die Menschen haben Namen, in Jesu Gleichnissen haben die Menschen keine Namen. Es geht um den reichen Mann und den armen Lazarus. Beide starben. Lazarus war dann in Abrahams Schoß, der Reiche schmachtete im Hades. Jesus ging hinab zu diesem Ort und predigte den Sieg des Kreuzes. Jeder, der dort war, hatte die Möglichkeit, das anzunehmen. Ich glaube das, weil das Kreuz die einzige Lösung ist seit Beginn der Welt. Also, jeder, der glaubte, wurde errettet. In Offenbarung 12 lesen wir, dass Jesus sagte: Ich bin der eine, der tot war und lebt für immer. Und ich habe die Schlüssel zum Hades und zum Tod. Ich glaube, er nahm dem Teufel die Schlüssel weg, als er dort unten war. Epheser 4 verbindet das. Als Jesus hinabgestiegen war, stieg er hinauf. Er nahm Gefangene mit. Er nahm dem Teufel also seine Gefangenen weg und brachte sie mit in den Himmel. Der Teufel hatte sie verführt und fühlte sich als der große Herr. Aber Jesus sagte, der Glaube rettet. Jesus tat noch etwas in diesen 3 Tagen. Er ging vom tiefsten Ort zum höchsten Ort. Philipper 2 beschreibt das. Er ging zum tiefsten Ort, deshalb erhob ihn Gott zum höchsten Ort. Als er im Himmel ankam, beschloss er mit seinem Blut den neuen Bund. Nur 3 Tage veränderten alles, Leute. Nächste Frage. Viele Leute fragen das, und zwar, wie verbringe ich Zeit mit Gott? Antwort von Matthäus. Vorher von Reinhard noch eine Erklärung. Matthäus, wir müssen da ein Buch schreiben oder etwas aufnehmen. Warum kommst du nicht zu mir und wir nehmen einen 5-stündigen Kurs auf, wie wir Gott genießen können? Für alle kostenlos. Wir werden eine kleine Serie machen auf Englisch, Portugiesisch. Wir wollen euch helfen, Gott nahe zu sein. Jetzt die Antwort von Matthäus.
Matthäus, du verbringst Zeit mit Gott ganz einfach. Du musst verstehen, dass Gott Sehnsucht danach hat, Zeit mit dir zu verbringen. Er hat auch eine Sehnsucht in dich gesetzt, dass du Zeit mit ihm verbringen willst. Denn es ist der Wunsch Gottes, Zeit mit jedem zu verbringen, der das will. Wir sehen deutlich, dass Gott sich manifestiert durch die Schöpfung. Warum tut er das? Weil er möchte, dass die Menschen ihn durch die geschaffenen Dinge erkennen. Er wünscht sich, dass die Menschen sich dem Schöpfer hingeben und ihn darin erkennen. In der Realität hat die Religion leider diese Theorie entwickelt, dass Gott weit weg sei. Das macht das Bibellesen häufig sehr zwiespältig. Man muss die Bibel wirklich neu lesen. In 2. Mose 19, wo Mose dann die 10 Gebote zu den Menschen bringt, will Gott sich zunächst eigentlich dem ganzen Volk zeigen. Die Tage davor, wo Gott schon auf dem Berg ist, darf sich niemand diesem Berg nähern, jeder würde sterben. Dann spricht Gott mit einer Stimme wie Donner, mit Rauch, mit Feuer und die Trompete ertönte. Gott hatte gesagt, wenn die Trompete ruft, möchte ich, dass alle zu mir kommen. Das Problem war, als die Trompete ertönte, trauten sich die Menschen nicht näher zu kommen. Gott wollte immer Beziehung, die Menschen wollten ein Gesetz. Warum haben wir Probleme damit, die in Intimität zu Gott zu gehen? Weil wir denken, Gott möchte ein Opfer von uns, weil wir gelernt haben, dass er weit weg ist, weil man uns lehrte, er wolle die Menschen züchtigen und er sei böse. Das alles sind Lügen. Wie könnt ihr also Zeit mit Gott verbringen? Ihr müsst es so machen, wie es für euch am besten ist. Denn Gott begegnet den Menschen auf unterschiedlichste Weise. Für mich ist Gott der, der genug ist. Wenn ich müde, traurig, hoffnungslos bin, vergesse ich die Welt um mich herum, ziehe mich zurück und gehe zu dem, der genug ist. Gott offenbart mir auch meine schlechten Seiten. Aber er ist gütig und liebevoll mit mir. Er hilft mir, diese Dinge abzulegen. Und in Jesus ist es schon vollbracht. Ich habe gelernt, einem Gott zu vertrauen, der das Beste für mich will. Als ich verstand, dass er niemals gegen mich ist, konnte ich mich ihm nähern. Das ist, wie wenn eine Person eine Beziehung zu mir aufnehmen will und ich stelle fest, dass ich diese Person mag. So müssen wir verstehen, dass Gott ist. Wenn ich nicht weiß, wer Gott ist, werde ich nicht den Mut haben, Beziehung aufzubauen. Ich habe verstanden, wer Gott ist. Manchmal begegne ich ihm ohne Worte, manchmal mit Musik, manchmal mit Meditation über das Wort Gottes, manchmal rede ich. Ich öffne immer mein Herz für Gott, der genug ist. Nächste Frage. Sind Tattoos oder Piercings Sünde? Antwort von Reinhard. Nein, sie sind keine Sünde. Es hängt natürlich davon ab, was du dir eintätowieren lässt. Wenn du dir Böses tätowieren lässt, ist das schon Sünde? Schau, der neue Bund ist sehr klar. Die Liebe erfüllt das ganze Gesetz. Also ist alles, was du tust, was die Liebe verletzt, Sünde. Es kommt deshalb auf dein Motiv an, warum du ein Piercing oder Tattoo willst. Schaut auf mich. Ich habe einige Tattoos zur Ehre Jesu. Ich liebe sie. Es ist ganz einfach, Leute. Nächste Frage. Wann kommt das Herzbuch raus? Antwort: 20.11. Offizielle Veröffentlichung des Herzsets. 10. bis 12.12. Herzveränderungswochenende in einem Hotel in São Paulo mit Essen, schöne Zimmer. Buch von mir gewidmet: Ich lehre alles über das Herz,
mehr als in der EPS. 21 Meditationen sind ca. 7 Stunden zum Anhören, begrenzte Teilnehmerzahl und nur für Brasilianer. Nächste Frage. Kann ein Abhängiger in eine Selbsthilfegruppe gehen? Antwort von Matthäus. Ich denke jetzt an Menschen, die von irgendeiner chemischen Substanz wie Medikamenten oder Drogen abhängig sind oder auch von Arbeit, Alkohol oder Essen. Sie können in eine Gruppe gehen, um eine erste Hilfe zu erhalten, das ist okay. Aber die Veränderung deines Seins kommt nur durch Jesus. Wir sterben mit Jesus, damit wir mit ihm leben. Die Wahrheit ist, in Christus wurden wir zu einer neuen Schöpfung. Wenn ich mich also immer noch mit dem Alkoholiker oder der abhängigen Person identifiziere, die ich war, dann werde ich diese Identität immer wieder bestätigen und manifestieren. Ich muss mich Jesus ganz hingeben, um diese neue Schöpfung zu sein. Ich muss sicher wissen, dass ich diese neue Person bin in Christus. Meist handelt es sich bei Abhängigen um Menschen, die irgendwie unzufrieden sind. Deshalb brauchst du in deiner Eigenschaft als neue Schöpfung neue Gewohnheiten und ein neues Denken. Eine Person, die in Christus ist, ist frei von allen Abhängigkeiten. Aber viele denken nach wie vor im Kopf, sie seien abhängig. Für mich handelt es sich um eine Erneuerung des Denkens. Diese Gruppen reden über deine alte Identität. Du bist ein Alkoholiker, der auf dem Weg der Genesung ist. Du bist ein Alkoholiker, der jetzt 2 Jahre trocken ist und so fort. Ich glaube das nicht. Du bist eine neue Person in Christus. Deshalb musst du deine Gewohnheiten und dein Denken ändern. Ergänzung von Reinhard. Damit habe ich mich schon als Jugendlicher befasst und 4 Jahre habe ich darüber gepredigt. Mir ist da 1. Korinther 15, 17 wichtig. Du wirst immer gemäß deiner Identität leben und handeln. Das ist 100% wahr. Es ist klar, dass Gott dich freigesetzt hat von aller Sünde und Abhängigkeit. Aber du musst dich im Herzen fragen, will ich wirklich frei sein? Denn viele lieben das High in ihrer Sucht. Du kannst dein Herz nicht täuschen. Wenn du die kurze, momentane Lust deiner Abhängigkeit liebst, wirst du nie frei sein. Nie. Sei komplett ehrlich. Gibt es etwas, das du genießt an deiner Abhängigkeit? Es ist genau das Gleiche mit Pornografie, Masturbation und so fort. Menschen, die nicht frei sind, sagen auf einer oberflächlichen Ebene, dass sie frei sein wollen. Aber in ihren Herzen genießen sie es. Ein paar Sekunden des Vergnügens, des Highseins, des Vergessens. Die Bibel nennt das ein geteiltes Herz. So wirst du nie zum Sieg kommen. Mein letzter Gedanke, frage dich, warum bist du abhängig? Etwas in dir ist nicht zufrieden. Die Ursache kann auch ein Trauma sein. Ich greife auf, was Matthäus sagte. Jesus ist die Lösung. Wir hatten eine Frau in der EPS, eine Person, die 20 Jahre lang abhängig von Drogen gelebt hat. Sie hatte 3 Tage ununterbrochen Drogen genommen. Dann sagte sie, Gott, mir reicht dieses Leben. Wenn es dich wirklich gibt, gib mir ein Zeichen. Sie hatte nie mehr ein Bedürfnis nach Drogen und ist seit 1,5 Jahren total verändert. Sie steht jeden Morgen auf und verbringt Zeit mit Jesus. Du musst deine Abhängigkeit von Müll ersetzen mit deiner Abhängigkeit von Jesus. Ich habe nie ein Hai erlebt, das das Hai der Gemeinschaft mit Jesus übertroffen hätte. Nächste Frage. 2 Fragen, die ähnlich sind. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist?
Antwort von Matthäus. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist etwas sehr Spezielles, nichts Allgemeines. Für mich ist der Text darüber sehr klar. Als Jesus darüber redete, hatte er Wunder vollbracht. Die Pharisäer sahen genau, was er tat. Sie kannten die Schriften und wussten die Zeichen, durch die der Messias sich zeigen würde. Aber sie entschieden sich zu sagen, diese Werke Jesu seien vom Teufel. Wenn ich, Matthäus, eine Heilung oder eine Veränderung an einem Menschen sähe und wüsste, dass das der Heilige Geist ist, wenn ich aber in mir die Menschen in dem Gefängnis lassen wollte, in das ich sie eingesperrt habe, und wenn ich dann sage, da sei Satan am Wirken, dann begehe ich eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Es geht also darum, dass Leute, die wirklich die Wahrheit wissen, die auch wissen, mit welchen Zeichen und Wundern Jesu kommen würde, doch um ihr religiöses System am Laufen zu halten, sagen sie, hier wirke der Teufel. Das ist die Blasphemie. Man begeht keine Sünde gegen den Heiligen Geist, ohne es bewusst zu tun. Nächste Frage. Sind Glücksspiel und Lotteriespielen Sünde? Antwort von Reinhard. Als ich sehr jung war, kam die Lotterie nach Österreich. Ich ging in eine Stadt, wo es keine Gemeinde gab. Ich predigte und schnell war dort eine größere Gemeinde entstanden. Aus der Nachbarstadt besuchten uns Leute aus einer alten religiösen Gemeinde. Jemand kam zu mir und fragte, Reinhard, ist es Sünde, Lotto zu spielen? Ich antwortete, schau, wir sind nicht Eigentümer unserer Finanzen, sondern Verwalter. Wenn du 100 Reais in die Lotterie steckst und du gewinnst 1 Million Reais, dann warst du ein guter Verwalter der Finanzen, die Gott dir gegeben hat. Wenn du aber 100 Reais in die Lotterie steckst und sie verloren hast, warst du ein sehr schlechter Verwalter der Finanzen, die Gott dir gegeben hat. Nun entscheide selbst. Ich bin überzeugt, Jesus würde etwas Ähnliches antworten. Ich hätte auf die Fragen genauso wie Matthäus geantwortet, wortwörtlich. Das ist es, was ich seit Jahren lehre.